Liebe Kinder, hört mal alle her. In der letzten Pause habe ich gesehen, dass jemand sein Frühstücksbrot in den Papierkorb geworfen hat. Ich finde das sehr ungezogen. Wenn das noch einmal vorkommt, muss ich den Übeltäter bestrafen. Aber damit es nicht mehr passiert, wollen wir uns gemeinsam einmal ansehen, wie viel Mühe und Schweiß es kostet, bis eine Scheibe Brot hergestellt ist. Schauen wir uns den Weg der Zubereitung einmal an. Mit dem Ziehen der ersten Furche in den Acker beginnt es. Aber auch dies gehört zur Vorbereitung, damit der Acker fruchtbar wird. Der Landwirt muss seinen Betrieb mehr und mehr modernisieren. Vieles geschieht durch Muskelkraft, manches hat die Technik vereinfacht. Der automatische Miststreuer verteilt gleichmäßig den für das Wachsen so wichtigen Dung. Von früh bis spät ist der Landwirt auf dem Felde und zieht mit dem motorbezogenen Pflug tiefe Furchen, um den Boden locker zu machen. Einst der treueste Helfer des Bauern hat noch seinen Platz in der Landwirtschaft. Saatlegung und Eggen gehen in der Modernisierung oft in einem Arbeitsgang vor sich. Sicherlich habt ihr es schon gemerkt, dass manches nicht der Reihenfolge entspricht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Das Brot ist wohl eines der ältesten Nahrungsmittel, wenn sich auch die Zubereitungsweise im Laufe der Zeit geändert hat. So hofft der Landwirt jedoch nach jeder Saatlegung auf die Hilfe der Natur, die mit Sonne, Wind und Regen das gelegte Korn zur Reife bringt und somit seine Arbeit belohnt. Denn bis zu dem Tage, wo uns die reife Ehre grüßt, sind rund 180 Tage vergangen. Und die Arbeit des Menschen nimmt den kleinsten Raum in dieser langen Zeitspanne ein. Und darum ist er froh, wenn er nach der Reife mit viel Mühe und Schweiß das von der Schöpfung geschenkte Korn weiter verarbeiten darf. Um den Weg für den großen Mähdrescher frei zu machen. Der moderne Mähdrescher reift dann gierig Halm für Halm dahin, so als könnte es ihm nicht schnell genug gehen. Und schon auf dem Felde wird die Spreu vom Weizen getrennt. Das heißt, das kostbare Korn wird mit möglichst wenig Verlusten gesammelt.
Das letzte Fuder, geschmückt mit der Erntekrone und dem Dankestrunk, den die Bäuerin allen Erntehelfern reicht, sieht man immer weniger. Und doch drückt gerade dieser Brauch den Dank an den Schöpfer aus. Licht und Schatten hat alles. Die alte Windmühle mit ihren majestätischen Flügeln, die man in der modernen Zeit immer seltener sieht, erfüllt noch hier und da ihren Zweck, obwohl sie durch die Technik immer unrentabler wird. Manchmal wird hier das Korn noch in kleinen Mengen übernommen. Dann mit Trecker und Leiterwagen zur Mühle. Die Sackkarre ist in der Mühle ständig in Bewegung. Denn ununterbrochen rollen in modernen Mühlen Räder, Treibriemen und Schüttelrutschen. Hier wird das angelieferte Getreide gelagert und gemahlen. Ist ein emsiger Betrieb in der Mühle, damit die An- und Ablieferung ohne Stocken vor sich gehen kann. Täglich bringen LKWs das Mehl zum Bäcker. Aber in der Mühle wird ununterbrochen das weiße Pulver weitergewonnen und der Mahlvorgang vom Müller laufend kontrolliert. Selbst der Chemiker hat in der modernen Mühle einen festen Platz. Und ständig überwacht er Qualität und Knetfähigkeit. Die Knetfähigkeit, die der Bäcker dann braucht, um den letzten Prozess auf diesem langen Weg zu vollenden. Und uns das lebendige Brot zu backen. Schöpfer bitten, dass er es uns täglich geben würde. Thank you.
Ich hoffe nun, diese Stunde war nicht umsonst. Ich glaube aber auch, dass nun niemand mehr sein Brot in den Papierkorb wirft. Denkt an die 180 Tage auf dem Felde. Und nun wünsche ich euch in der nächsten Pause guten Appetit.